Ja, moin erstmal. Ich bin der Pensionator und ich spiele wieder mal den Landwirtschaftssimulator. Mein zweites Video und heute habe ich mal was vorbereitet. Und zwar habe ich mal in einem Discord-Kanal nach einem Schrägbodenbehälter gefragt. So, und diese Schrägbodenbehälter, die haben wir hier. Ich muss gleich dazu sagen, das Ganze ist ein Mod eines Modders, den ich beim West, aka Diego, kennengelernt habe. Der Modder heißt Privat Privat. Und ja, der mag gerne Mods erstellen und hat das hier jetzt einfach mal für mich gebaut. Ich muss dazu sagen, diese Schrägbodenbehälter, die kenne ich aus. Ja, im Prinzip aus meiner Kindheit, da hatten die Bauern diese Schrägbodenbehälter immer dann im Einsatz, wenn es darum ging, die Felder anzusehen oder wenn es darum ging, die Felder zu düngen. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, Saat oder auch Düngematerial zu kaufen, entweder als Sackware. Ja, das waren damals. In meiner Jugend waren das relativ kleine Säcke. Ich glaube, 50 Kilo passten da immer rein. Und ist natürlich ziemlich mühselig, wenn man immer mit Säcken arbeiten muss. Heutzutage arbeitet man mit den Big Bags, die hier links nebendran stehen. Und füllt sich damit die Maschinen auf. Wie gesagt, nun kenne ich es aus der Kindheit und aus meiner Zeit, wo ich auch in der Landwirtschaft gearbeitet habe, dass es halt solche Anhänger gab, auf die Schrägbodenbehälter gestellt wurden. Und diese Schrägbodenbehälter, die waren meistens auf irgendwelche alten, rottigen Anhänger drauf montiert. Hier haben wir jetzt einen Welger-Anhänger, wenn ich, ja, Welger-Anhänger, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und die konnte man dann sich immer bei den Bezugsvereinen, so nennen wir das hier, oder auch bei der Raiffeisen, bei der Team AG oder wie auch immer holen. Habe ich jetzt Werbung gemacht? Weiß ich gar nicht. Ich hoffe, das gilt nicht als Werbung. So, und da konnte man sich die Anhänger dann mieten und vollfüllen lassen mit den entsprechenden Gütern, die man so braucht. So, ich stelle das hier mal ab auf dem Anhänger. Ich versuche es zumindest. So was passiert, wenn man nicht damit umgehen kann und noch keinen Gabelstaplerschein hat, den ich offensichtlich nicht habe. Ja, und da konnte man sich halt diese Anhänger mieten. Jetzt lässt er mich los, jetzt lässt er mich los. Und eben halt mit Saatgut entsprechend füllen, was auch immer man gerade braucht. So, jetzt trickse ich mal ein bisschen. Das ist jetzt nicht so ganz original, was ich hier mache. Ich ziehe den einfach mal per Hand an die richtige Stelle. So, ja, und davon habe ich halt erzählt. Und da ich nicht modden kann, habe ich gedacht, ich frage mal in die Runde, wer sowas vielleicht schon mal gesehen hat oder wer so einen Mod kennt. Und da hat sich der Privat gemeldet und gesagt, ich kenne die Dinger überhaupt nicht, aber ich versuche mal, guck mal, so sieht das aus. Und dann kamen die ersten 3D-Modelle dazu. Und dann hat er das geskinnt und eingefärbt. Und wir haben Ideen besprochen, wie wir das Ganze jetzt umsetzen könnten. Oder wie er das umsetzen kann, muss man ja dazu sagen. Und er hat das super klasse umgesetzt, muss ich sagen. Hat jetzt auch noch schon das ein oder andere Update geschickt zu diesem Mod. Wie gesagt, der ist, ich mache das jetzt hier einfach mal per Hand, das geht ein bisschen schneller. Wie gesagt, der ist auch noch nicht im Giants Mod Hub eingereicht, weil privat sich noch nicht so ganz sicher ist, ob das alles so funktioniert, wie wir das hier jetzt bisher haben.
So, es gibt nämlich jetzt zwei Möglichkeiten. Oder gab zwei Möglichkeiten. Da hat, wie gesagt, ein Update geschickt. Zunächst mal hatten wir gesagt, okay, wir können ja diese Schrägbodenbehälter einfach erstmal festbinden. Ihr kennt das. Wir haben hier entsprechende Zugurte gehabt. Damit konnte man das Ding festbinden. Das war auf dem Anhänger drauf und hat funktioniert. Das Blöde daran war, man konnte sie nicht im Silo laden. Also wenn man jetzt zu einem Silo gefahren ist und die von oben beladen wollte, dann hat das nicht funktioniert. Da ist nichts angekommen, weil die Giants Engine nicht erkannt hat, dass das eben halt ein Behälter ist, den man füllen kann. So, wie macht man das Ganze jetzt? Ihr seht jetzt unten in der Mitte des Bildschirmes ankuppeln, den Schrägbodenbehälter. Das kann man mit Q machen. Das tun wir mal. Haben wir den ersten angekuppelt. Und wir können auch den zweiten ankuppeln. So, hat sich jetzt ein bisschen hingeschoben. Jetzt sind die beide fest auf dem Anhänger angekoppelt. Fallen auch nicht mehr runter. Man braucht keine Spanngurte, um die zu befestigen. Stehen perfekt auf dem Anhänger. Super. Jetzt kann man sie auch von oben beladen, wenn man unter ein Silo fährt, weil jetzt sind sie attached auf den Anhänger und sie werden als ja, befüllbar anerkannt. So weit, so gut. Jetzt haben wir ein weiteres Problem. Das zeige ich jetzt, indem ich mir mal kurz einen Düngerstreuer besorge. Scrollen wir mal. Ach, nehmen wir mal hier den Standard. Düngerstreuer. Amazone. 3200 Liter Füllvolumen. Super. Düngerstreuer. Den mieten wir uns jetzt mal kurz. Brauchen wir nicht so lange. So. Was machen wir nun? Jetzt koppeln wir erstmal den Anhänger ab. Das macht schöne Geräusche. Man muss natürlich den Motor des Gefährtes, mit dem man fahren will, starten. Jetzt haben wir hier einen relativ großen Trecker. Den 681er Deutz mit 190 PS. Auch ein super Mod. So, und ihr seht jetzt gleich, was passiert. Ich will da jetzt irgendwie drunter. So, ich mach schon mal hier. Mach schon mal den Düngerstreuer nach unten. So, irgendwie kommen wir da nicht so wirklich drunter. Das passt nicht, ne? Also die Schütte, nenne ich sie jetzt mal. Wenn ich die jetzt aufmache, dann läuft der ganze Kram einfach direkt vorbei. So, man kann jetzt natürlich mit kleineren Treckern spielen, irgendwie sich einen Anhänger modden, der höher steht und auf eine Rampe fahren und so, ist aber alles irgendwie suboptimal. Wer hat schon eine Rampe dabei, wenn er aufs Feld fährt? Hat ja keine. Also passt nicht. Was machen wir nun? Okay, ist jetzt irgendwie doof. Wir haben dann nochmal gesprochen, der Privatpilot und ich, und haben diskutiert, wie man es machen kann. Und es gibt noch einen Mod, und zwar ist das ein Anhänger-Mod. Muss jetzt hier mal durch die Marken scrollen. Von Ponge. So, Ponge hat diesen Anhänger, den Chronofeed. Ja. Sieht ein bisschen auch nach Schrägbodenbehälter aus, hat allerdings nur ein Kubik, der Schrägbodenbehälter, den wir haben. Er hat zwei Kubik. Der Anhänger ist winzig klein, wenn wir den jetzt hier daneben stellen. Wir machen es einfach mal halb so wild. Ja. Winzig klein, ne? Also irgendwie kannst du nicht mitarbeiten. Kannst du zwar alles Mögliche drin transportieren, von Saatgut über Schweinefutter, Kalk und was du da alles so reinschmeißen kannst, aber zu klein, weil wenn du Düngern fährst und hast relativ große Felder, dann musst du halt eben öfter nachladen. Und wenn du nachgeladen hast einmal und hier nur 1000 Liter reingehen,
ist das halt suboptimal. Macht keinen Spaß. Fährst du zigmal hin und her. Ist irgendwie doof. So, was tun? Ich mache das erstmal so. Ich drücke es ja jetzt mal ein bisschen wieder rum. Ich bin hier jetzt mächtig stark. Superman hebt den Bottich mal auf und schmeißt das hier rein. So, ihr seht schon, das läuft da jetzt raus. Wenn der Büdel leer ist, dann verschwindet er auch gleich. Und wir können den nächsten holen. Ich habe hier drei Stück hingestellt, weil 2800 Liter reinpassen. In unserem Sack sind 1000 Liter drin. Boah. Na gut, das kann natürlich auch mal passieren. Dass man den einfach reinschmeißt. Ja, da sind 1000 Liter drin und so müssen wir halt jetzt hier erstmal händisch nachfüllen. Na komm, ist egal. Lassen wir jetzt erstmal so. Aber wir sehen, wir kommen da jetzt irgendwie nicht dran. Das ist Mist. Privat kann da natürlich nichts für. Ja? Der, wie gesagt, der kennt diese Schrägbodenbehälter überhaupt nicht. Hat die halt eben einfach nur nach unseren Bildern gemodelt und nach unseren Ideen und das so umgesetzt, wie wir es besprochen haben und seine Ideen natürlich auch eingebracht. So, und dann habe ich ihm hier diesen Anhänger mit dem Behälter gezeigt. Ihr seht, der hebt schon fast ab, der Anhänger, weil der eben winzig klein ist. Aber das Coole bei diesem Anhänger ist, seht ihr das? Man kann den nach oben und nach unten fahren. Das bedeutet, wenn man ein Gerät hat, das dann nicht drunter passt, fährt man das Ding hoch. Und kann dann doch drunter fahren. So. Mit dieser Idee habe ich privat quasi alleine gelassen. Und ich muss sagen, ich habe ganz großen Respekt vor Moddern, auch wenn sie von sich selber sagen, ja, bin jetzt nicht so der Profi und ich mache das auch noch für den Hausgebrauch. Das Ding ist richtig, richtig cool. So, was machen wir hier? Der hat das einfach mal eingebaut. Wahnsinn. Kann ich natürlich auch bei dem hinteren, ja, den kann ich auch noch oben fahren. Ich bin hellauf begeistert. So gab es die Schrägbodenbehälter in meiner Zeit natürlich nicht. Aber ich finde es einfach genial, dass privat das da so reingemoddet hat und dass das funktioniert. Ja, und die sind immer noch fest, die Behälter. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Das könnte jetzt immer noch ein bisschen knapp werden. Ja, ihr seht, wenn ich jetzt so hinfahre, geht es natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen das Ding nach unten lasse, rückwärts ranfahre, mit dem Riesending passt es natürlich jetzt immer noch nicht. Ne? Da muss man natürlich gucken. Wenn man spielt, dass man halt sich einen Düngerstreuer holt, der ein bisschen in die Zeit passt, wo die Leute mit solchen Maschinen unterwegs waren. War mega geil. Wirklich mega geil. Ich bin wirklich völlig geflasht. Richtig, richtig super. Wenn ich jetzt einen kleineren Düngerstreuer hätte, vielleicht noch einen kleineren Trecker, nicht so eine riesen Karre, dann wird das alles besser passen. Und so kannst du auf kleinen Maps, wo du halt eben einen kleinen Hof hast und nicht auf einer amerikanischen Map unterwegs bist mit 50 Hektar großen Feldern, ist das Ding echt optimal. Ja, da kann ich dann eben halt 2-3 Mal meinen Düngerstreuer mit befüllen auf den kleinen Feldern und kann halt eben von einem Feld zum anderen fahren und meine Felder bestellen, hätte ich beinahe gesagt, also meine Felder versorgen mit Dünger. Und
Das finde ich super genial. Also wirklich irre. Wirklich irre. So, jetzt haben wir gesehen, dass der Dünger da reinpasst, dass sie irgendwie wieder rauskommen. Nicht eingebaut. Der Dünger, der passt da jetzt rein, funktioniert super. Ich kann losfahren und mein Feld düngen. Die Kiste ist leer und jetzt möchte ich da irgendwie was anderes reinhaben. So, ich gehe jetzt auf Straßenfahrt. Zack, dann mache ich die Dinger einfach runter. Und fertig ist, ne? So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht. Also meine Viecher sind hier. Hier habe ich ein paar Hühner. Ja, die könnten ein bisschen Getreide gebrauchen. Da ist ein bisschen Platz für Nachschub. Für Hühnerfutter. Ich hatte hier ja auch noch ein paar Säckchen Hühnerfutter besorgt. Schmeißen wir da mal rein. Ihr seht, der Big Bag wird leer rechts unten in der Ecke. So, natürlich ein bisschen unrealistisch, dass ich den jetzt so befülle. Das würde ich normalerweise nicht tun, wenn ich spiele. Da würde ich zum Silo fahren und die von oben befüllen lassen. Oder würde sie mit dem Frontlader befüllen, je nachdem, wie es passt. Das habe ich jetzt. Tja, geht das Ding immer auf von alleine. Ja, noch nicht erlebt. Ach so, der geht auf, weil ich hier mit dem Sack vorbeilaufe. Klar, mit dem Big Bag. Und wenn der beladen werden will, dann geht er halt auf. Ne? Das ist so eine Giants eigentlich. Ups. Ja, er ist voll. Boff. Okay. Pensionator randaliert. Muss ja auch mal sein. So. Ihr seht, das Ding ist randvoll. Zumindest der vordere. Den hinteren habe ich jetzt nicht voll gefüllt. Ups, auf der Straße fahren. Na, ist ja. Uff, guckt euch das an, wie der fährt, ey. Der randaliert nicht nur, der fährt auch wie die letzte Sau. Das kann doch nicht angehen. Meine Güte. So. Dann fahren wir mal zum Hof. Einmal durch die Seitengasse. Ihr seht, da steht noch einer, der auch gefüllt ist. Ist genauso aufgebaut, der Anhänger. So, und hier kann ich jetzt meine Viecher füttern. Oh, mal schauen, ob der auslöst. Jawohl. So. Auch total genial, ja. Fährst du einfach mit deinem Drescher los. Haust das Getreide da rein. Und wenn du deine Tiere damit füttern willst, dann gibt es einfach direkt an Ort und Stelle. Ne? Das ist jetzt ein Trigger fürs Hühnerfutter, also für Weizen, für Getreide, was auch immer, damit die Hühner dort was zu knabbern haben. Die Hühner haben hier nebenan ihren Stall, da wo der andere Trigger ist, da wo die Tür aufsteht, hier. Ja, jetzt lass laufen. Ne? Wenn wir hier bei den Hühnern reingucken, da läuft es auch langsam nach oben. Also ich muss sagen, ich bin von den Dingern bis jetzt total begeistert. Ich habe
Hier beim Spielen, wenn ich Dünger streuen bin, habe ich einen kleineren Düngerstreuer. Damit funktioniert das super. Ich nutze normalerweise auch einen etwas kleineren Trecker, der nicht so hohe Reifen hat. So, jetzt ist das Ding voll. Was macht der Bauer, wenn der Anhänger leer soll? Der fährt natürlich zu seinem Silo. Kommt nicht um die Ecke, muss justieren und so. Läuft automatisch raus, ich muss nicht abladen. Das Ganze hat natürlich jetzt einen Nachteil, den zeige ich euch gleich. Ich muss nur einmal umdrehen und unter den Trigger fahren. Jetzt hat er natürlich hier aufgehört, das zu befüllen. Dadurch, dass der jetzt automatisch, sobald er einen Trigger erkennt, ausläuft, haben wir beim Befüllen natürlich ein Problem. Ja, er läuft jetzt raus. Wenn ich jetzt befüllen will, jetzt sag hier, was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier? Hatte ich hier nicht noch irgendwo? Da habe ich noch Kalk zum Beispiel. Ja? Wenn ich jetzt da Kalk reinfülle, passiert nämlich das. Ja? Also Kalk läuft durch den Trigger automatisch wieder raus. So eine Aktion ist der Anhänger halt einfach dann nicht geeignet, weil er halt eben automatisch rausläuft. Ich denke mal, Vermutung, man kann das auch noch lösen, indem man halt wie bei dem kleinen Anhänger, den wir gerade eben beim Händler gesehen haben, einfach die Klappe aufzumacht. So, jetzt muss ich mal gucken. Der sagt mir hier jetzt im Moment Befüllung starten. Ich bin jetzt auf dem Gerät. Jetzt steht hier Überladewagen eben mit Taste V. Heben, senken. Ich denke mal, dass die Funktion wohl noch nicht eingebaut ist. Heben, senken. Ja, man sieht oben im Schema Overlay zwar, dass der rauf und runter geht. Ich kann mir nicht erklären, was das ist. Da müsste ich vielleicht privat noch mal fragen. Aber wir sprechen hier auch über einen Mod, der noch gar nicht freigegeben ist. Ne? Wie gesagt, privat hat den Mod einmal an mich gegeben und auch an Diego, weil wir darüber gesprochen haben. Aber privat sagt, ist noch nicht fertig, gebe ich noch nicht raus. Muss ich mal gucken, wie ich das noch lösen werde und ob es dann noch irgendwelche weiteren Ideen gibt. Manchmal müssen solche Dinge auch einfach reißen. Ja? Sie sind ja nicht gleich da. So. Die Lösung liegt meistens dann doch ein bisschen weiter weg. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hinfahren können. Da haben wir einen Keilbäckerei. Das sind die Produktionen, da sind Verkaufsstellen. Ich hatte eigentlich hier gerne. Das ist mein Hof, das ist der Schottstein. Genau, wir fahren mal zur Kalkstation. Das macht ja nichts. Ich habe hier Autodrive drin. Entschuldigung. Noch ein bisschen erkältet. Autodrive weiß, wo es hingeht, offensichtlich. Okay. Ja, Autodrive. Netter Versuch. Steht ein Pfahl im Weg. So. Da steht eine Mauer im Weg. Okay. So, jetzt vielleicht.
abbiegen. Okay, lassen wir den mal losdüsen. Wir können ja in der Zwischenzeit noch mal zum Händler hopsen. So. Da sind wir beim Händler. Wieder rauskommen. So, also bei diesem hier, da kann man offensichtlich die Klappe auch richtig zumachen. Ich kann mal gucken, ob ich den anhängen kann, ob ich da sehe. Was man da tun kann. Den kann ich offensichtlich nicht anhängen. Passiert, ne? Kommt vor, wenn man unvorbereitet ist. Dann holen wir uns mal hier eben irgend so eine kleine Gurke. So. Ich finde ja, die Dinger, die haben eine total geile Autonummer, ne? Also alle meine Gerätschaften finde ich super. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, mit Y die Abdeckung zu öffnen. Das passiert so. Aber mehr sehe ich hier tatsächlich nicht. Schmeißen wir das Zeug dann noch mal eben rein. Eigentlich ist das Video schon viel zu lang, aber ich finde das gerade sehr wichtig, das hier einmal zu machen. Um halt auch auszuchecken, wie jetzt dieser Pongemod hier funktioniert. Ich finde die Grafik einfach geil. Und es macht auch irgendwie Spaß, das Spiel. Ich finde es herrlich. Mir macht das Spaß. Mir macht auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, die Videos jetzt aufzunehmen. Das ist mal eine ganz neue Erfahrung. Roberta, aus dem Weg. Jetzt komme ich. Der verrückte Himmel überall. So, da ist jetzt Kalk drin, glaube ich. Ja, Kalk habe ich reingeladen. Nee, Saatgut. Ups. Also er zeigt mir unten rechts Saatgut an. Ich habe offensichtlich Saatgut gekauft. Ja. Mineraldünger, so. So, jetzt kann ich hier über die Taste I ausladen. Das heißt also, dieser Mod hat die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was er möchte. Wenn ich jetzt hier auf I drücke, dann geht die Klappe auf. Das wollte ich nämlich sehen. Und er läuft leer. Man könnte sowas natürlich jetzt auch bei den anderen Schrägbodenbehältern einbauen, ne? Muss man sehen. Also ich wie gesagt, kann es nicht. Ist nur eine Idee. Geil, oder? Also, ja, weil der ist jetzt zu, ja, und ich kann einfach jetzt über die Taste I entscheiden, ob ich ausladen möchte oder nicht. So, das wollte ich hier noch kurz zeigen. Dann hopsen wir mal zu dem guten, ja, mega geil hat er den eingeparkt, oder? Hätte ich so gut nicht hingekriegt. Ja, der hat den hier jetzt rückwärts rangefahren. Hier kann ich jetzt, seht ihr oben auch im Menü, da steht an erster Stelle links oben, Befüllung starten. Das machen wir mal. Dann haut er den voll kalt, ja. Also, ich bin echt begeistert von diesen Schrägbodenbehältern bis jetzt. Wie gesagt,
Privat wird die sicherlich, wenn er soweit ist, auch einreichen, wenn er sagt, jetzt funktioniert so, wie es haben möchte. Ist noch nicht der Fall. Er hat ja zuletzt, wie gesagt, die Spanngurte rausgenommen. Finde ich auch voll okay, denn man transportiert sie ja doch eher auf einem Anhänger und lockt sie fest. So, also von daher absolut, absolut genial. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich, wenn ich bei uns die Straße runterfahre, haben wir ein großes Silo. Ehemals Reifeisen. Jetzt Mockschnitt. Ehemals Reifeisen, jetzt Team. Und da steht so ein Schrägbodenbehälter-Anhänger. Ich habe es noch nicht geschafft, nochmal hinzufahren und den auch nochmal zu fotografieren. Und letztendlich ist das halt, wie gesagt, irgend so ein alter. Keine Ahnung. So eine Grundeinheit von einem Anhänger, von irgendeinem LKW oder, keine Ahnung, ein alter Transportanhänger, den Bauern tatsächlich für Getreide mal gehabt haben. Der, keine Ahnung, den oberen Bereich, der ist halt kaputt, das baut man nicht nach. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass die Leute sagen, okay, die Grundlage ist ja noch gut. Ich hau mir da zwei solche Container drauf. Ne? Warum auch nicht? Und jetzt habe ich hier, seht ihr unten rechts, 5600 Liter Kalk an Bord und kann die schön dahin fahren, wo ich sie brauche. Und wenn ich jetzt ein Feld kalken muss, ups, da ist eine Wand im Weg. Wenn ich jetzt ein Feld kalken muss, dann kann ich halt einfach zwischendurch auch mal, jetzt muss ich irgendwie mal rauskommen, so, festgefahren. Dann kann ich halt zwischendurch auch einfach nachladen. Der Verbrauch an Kalk ist nämlich deutlich, deutlich höher als der von normalem Mineraldünger. Und so habe ich dann halt eben, wie gesagt, die Möglichkeit, das auch mal nachzufüllen. So. Was machen wir nun? Wir brauchen noch ein schönes Thumbnail. Das machen wir mal so, indem wir mal kurz, Entschuldigung, indem wir mal kurz hier aussteigen. Das blenden wir aus und dann machen wir hier mal den GS. Layer Flight Mode an. So, es soll ja um die Schrägbodenbehälter gehen. Stellen wir uns mal die Kamera so ein bisschen schön hier hin. Nachher auch mal gucken. Dass wir das schön als Thumbnail unterbringen können. So. Damit bin ich durch mit meiner kleinen Mod-Vorstellung. Vielen, vielen Dank nochmal an Privat. Auch die kleine Runde, die Gesprächsrunde auf dem Discord mit West und Privat zusammen. Super. Privat und ich haben auch über den Discord einmal live gesprochen und er hat mir ein paar Sachen gezeigt, während er gemoddet hat mit Screensharing. Super, super geil. Ich bin begeistert. Wir haben hier eine super Community, tolle Menschen und ja, Leute, die einfach Bock auf dieses Spiel haben. Ich finde das großartig. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte gerne ein Däumchen da. Empfehlt das Video weiter, wenn ihr den Mod auch geil findet. Schaut vielleicht auch mal beim West vorbei oder auch beim Privat, dort, wo er so seine Mods ablegt. Die findet ihr mit Sicherheit. Vielleicht habt ihr auch schon von ihm gehört. Dann nochmal Grüße gehen raus. Lasst gerne, wie gesagt, einen Daumen da. Wer mag, teilt das Video, empfiehlt es und. Da ich hier im Aufbau meines Kanals bin,
würde ich mich natürlich auch über das ein oder andere Abo freuen. Lasst euch da nicht lumpen. Schaut mal wieder rein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald!